Hey Leute, hier ist Sanako mit Pokémon Blatt Grün. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Siegerstraße. Ja, die überprüfen jetzt, ob wir auch alle 8 Orden haben, damit wir durchkommen. Ja, ich war nochmal im Pokémon Center und habe Pikachu abgelegt, weil ich ein Pokémon brauche. Das Stärke und Trümmer kann. Also habe ich mir wieder Rihon mitgenommen. Ja. Warte mal, ich muss das überprüfen. Ich wollte schon sagen, haben die hier in der Edition auch schon Whirlpool? Und ich haben die aber nicht. Ein Phlegmon. Ich fang's mir. Wenn's nicht stirbt. Fängt das hier schon an? Also, nee, noch nicht. So. Siegerstraße, ja. Mal gucken, welches Pokémon habe ich hier vorne. Ja. Habe ich Schutz dabei? Ich glaube eher nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Schutz gekauft habe. Okay, das wird eine nervige Reise diesmal. Hab keinen Schutz dabei. Und ich werde mir jetzt hier auch mal ein paar Pokémon mal fangen, damit ich mein Pokédex auffrische, weil, keine Ahnung, irgendwie in den älteren Versionen fange ich mir immer so wenig Pokémon und ich habe keine Ahnung wieso. Ob es schon mal in den Pokéball reingeht? Wahrscheinlich nicht, aber man kann es ja ausprobieren. Und so viele Pokémon kann ich mir wieso nicht fangen. Habe ja nicht genug Bälle dabei. Habe ich mir schon gedacht. Oder ich überlege mir gerade, dass mit dem Pokémon fangen mache ich lieber offscreen. Ihr müsst ja nicht hier die ganze Zeit zuschauen. Wie ich Pokémon fange, das kommt mir ja nie voran. Was? Flucht unmöglich. Oh Mann, das regt mich gerade sowas auf. Okay, er will es wirklich darauf anlassen. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich eigentlich mein Dings nach vorne tue, mein Gyarados, weil sieht so aus, dass hier sehr viele Pokémon von Typ Stein sind und vielleicht auch Boden. War es auch eine richtige Schaltung Pikachu ins Pokémon-Dings Computer zu tun? Gefangen.
Den Weg kenne ich zwar nicht auswendig, aber mal sehen. Hä, was macht denn hier ein Stein? Ein Knogger. Ich hoffe, ich kann flüchten. Muss man den Stein darauf tun? Echt keine Ahnung. Also, ich versuche das jetzt mal mit dem Stein. Ob ich den da irgendwie rauf tun muss. Mir darf bloß kein Fehler passieren. Habe ich mir das schon richtig gedacht, dass man den Stein darauf tun muss? Hätte ich bloß einen Schutz dabei, weil es geht mir jetzt schon ein bisschen auf die Nerven.